Ja, willkommen bei Game Backtrack zurück zu Terranigma. Ja, wir sind wieder da. Ja, und wir spielen auch gleich weiter. Habt ihr eigentlich schon unsere neue Homepage gesehen? Ach ja, stimmt, die habe ich eingerichtet. Ja, wir sind jetzt auch... Genau, wir haben jetzt eine Homepage, den Link, den veröffentlichen wir auch unter dieses Video. Zu vielen anderen auch. Da könnt ihr reinstöbern, reingucken. Ich mache nämlich jetzt auch ein paar Reviews zu älteren Spielen erstmal. Vielleicht kriege ich auch ein neueres Spiel noch. Wer weiß, schaut auf jeden Fall rein, schreibt ins Gästebuch, macht schön likey-likey und... Wir machen jetzt weiter. Genau. Also, im letzten Teil sind wir, ja, haben wir gelandet, sind in die Stadt gegangen, haben gespeichert, sonst haben wir nichts Tolles gemacht. Mhm. Aber wir haben jetzt ein Flugzeug. Genau, wir das haben ein natürlich... Flugzeug und ja, damit ich würde jetzt... mal sagen, du bist jetzt eh dran, Zepter. Ja, super. Du darfst jetzt mal ein bisschen rumfliegen. Ja, ey. Es gibt einen Kontinent, wo wir noch gar nicht drauf waren. Oh, ihr müsst es mir verzeihen, weil wir haben das, wann haben wir es gespielt? Das letzte Mal vor 3 Wochen oder so. Du kannst mit einer Taste beschleunigen, glaube ich, ne? Ja, mit B. Aber nur in... Okay, genug halten. Mach ich. Dann mit Y. Ja. Ein Kontinent. Ein bisschen zackig. Okay. Ich denke mal, da unten dieser Kontinent. Du kannst auch mit L und R, glaube ich, höher und tiefer fliegen. Wenn du ganz hoch gehst, dann siehst du mehr. Ja. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich kann aber, wie landet man? Ach, man auf muss Landebahn. Auf Landebahn. Ach, verdammt. Du musst also jetzt gucken, wo du jetzt noch eine Landebahn findest, wo wir noch nicht waren. Natürlich kriege ich immer diese Hänselaufgaben hier. Ja, aber Schnee sieht schon ganz gut aus. Schnee, oben rechts auch noch Schnee. Ne, oben geradeaus ist auch noch Schnee. Ist das Russland? Ja, das müsste eigentlich so ein Russland sein. Sibirien, ja. Oder warte mal, Schnee ist gar nicht gut. Schnee ist gar nicht gut. Warte mal runter. Such mal da in der Umgebung. Da runter, links, rechts. Da ist eine Landebahn. Aber da waren wir schon, oder? Nee, da waren wir noch nicht. Gut. Dann versuche ich jetzt auch mal zu landen. Oh mein Gott. Ganz runterfliegen mit L. Und dann B. Ja, wie ihr seht, die Steuerung, die ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach Quatsch. Ich habe auch die Erklärung, glaube ich, gar nicht richtig durchgelesen. Also, es ist auch ein bisschen meine Schuld. Die kannst du von mir haben, wenn du willst. Ja, Mann. Geh mal da oben rein. Ja. Ich erstmal Hallo sagen. Das ist eine sehr fröhliche Stadt. Mit fröhlich meinst du nicht fröhlich. Die sind aber alle ziemlich vermummt hier. Okay. Den Tempel der Jünger. Oh, das ist ein großer Kopf. Das ist unser Erlöser. Ja, die sind hier so ein bisschen sektenmäßig. Ich wette, der Tempel befindet sich bestimmt nicht in der Stadt, sondern da drunter. Da habe ich was gesehen. Ja, natürlich. Unterweisen. Ich wette, ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Nee, lass mich durch. Stell dich einfach mal halt die Worte. Muss ich da irgendwie eine Lücke stellen? Ach, danke. Aha. Der Unsterblichkeit, ja, die wollen die Unsterblichkeit erlangen. Okay. Die sind ja schon ein bisschen abgefreakt, ne? Also der liegt eigentlich ganz nett an der Beruga, oder? Wie heißt der Bär? Beruga. Ja, der liegt jetzt in einer Kältekammer und der hat so ein bisschen an den Chromosomen rumgeforscht und will halt alle irgendwie unsterblich machen. Gibt's in den Laden einen Shop? In den Laden einen Shop? Ja, so wo draußen so ein Shop-Symbol hängt. Ja, glaub nicht, warte. Ach, die labern so. Einer der weißen Jünger werden. Ja, das sind ja wahrscheinlich die Kuttenleute hier. Kann ich... Ach, ich renne schon, ne? Ne, hier ist kein Shop.
Da hängt auch kein Shop wegen dran. Auf der rechten Seite. Guck ich mal. Vielleicht haben die ja neue Waffen für mich. Das ist kein Shop. Das ist auch kein Shop. Dann ist das hier ein. Doch, das ist einer. Ein Inn und ein Shop. Haben wir überhaupt. War lange nicht mehr shoppen. Haben wir alles voll. Die kleinste Knolle, die verkauft wird, ist die Götterknolle. Oh, gehen wir zurück. Das ist eine Rüstung, die uns. Ja, die kommt. Aber die ist schweineteuer, ne? Was gibt's denn noch? Oh! Nein, nach rechts muss sie gehen, nicht nach. Was ist das? Ach, Flüche aufheben. Das ist halt Vergiftungen. Nö, hier gibt's eine bessere Rüstung. Hier kann man pennen. Ja, sollen wir uns die Rüstung kaufen? Obwohl, findet ja. Ja, das denke ich auch. Das haben wir uns letztens mal schon ein bisschen geärgert, weil wir haben extrem viel Geld und die ist sehr teuer. Also, ich schätze mal, ich muss da runter zu diesem Tempel. Und der Tempel ist, glaube ich, hier unten. Ach, das sieht doch gut aus. So, mit Abstand das bestanimierteste Level von allen. Oh, ein Labor. Oh ne, man sieht ja echt sehr wenig. Geht's hier runter? Ne. Das bestanimierteste Level. Finde ich persönlich. Da bin ich mal gespannt. Aber da unten diese Maschine, die du jetzt siehst, wenn du da runtergehst. Die kann ich aktivieren und Licht anmachen. Nein, ich habe das Spiel vorher nicht gespielt. Also wenn jetzt böse Zungen behaupten, ich habe schon irgendwie reingeschnuppert und weiß alles. Nein, aber ich schätze es mal. Ha! Haha! Warum war es ausgeschaltet, frage ich mich. Wir sind auch keine Leute, die irgendwie arbeiten. Sieht auf jeden Fall schön aus. Oho. Sind das irgendwelche Meshs, die wir entwickeln? Ja, die Fliegen da stehen. 6 Minuten, das kann nicht sein. 7 Minuten. Nee, das ist unmöglich, ehrlich. Oh, da! Haha, da bewegt sich was. Ja, es ist so ein Labortrakt, würde ich sagen, ne? Das finde ich gut. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Was ist das? ja. Oh, wow! Und ich bin direkt schon irgendwie verflucht, also. Deine Stärke da drin. Ah, super. Und die Viecher sind auch wieder extrem stärker hier. Weil der eine Stärke abgenommen hat. Ha, der explodiert. Weg da. Boah. Hier ist doch bestimmt ein Geheimgang oder so. Das sieht irgendwie so auffällig aus. Die Explosion von den Gegnern tun dir nichts. Nein. Nein. Also sind. Die schon wieder. Die nur die ganze Zeit. Ja, das ist. Aber ich nehme hier jeden Erfahrungspunkt mit. Denn Erfahrung kann man immer gebrauchen. Vielleicht haben wir noch eine Rüstung, die vor Flüchen schützt. Vielleicht auch praktisch, ne? Oder ich lasse mich einfach nicht treffen. Wie wär's damit? Ha. Ha. Ja, die sind doch mit 2 Schlägen tot. Das geht. Eins. Ha, eins. Ach, ich darf nicht auf diese Dinger drauf treten. Dann katapultieren die mich irgendwie weg. Die Dinger? Ja, sind irgendwie. Das sind Türen, sollen das sein, ja, ne? Das sieht so aus, als wären das irgendwelche. Oh nein. Ich hab ihn betätigt und was ist jetzt? Jetzt sind die Fließbänder vielleicht an. Guck ich mal nach links. Ja! Haha! Der Dungeon gefällt mir schon, also der ist von der Aufmachung her schon cool. Der erinnert mich so ein bisschen so vom Design ans hier. Mana-Festung. Nee, aber es liegt auf. Evermore? Ja, ein bisschen an Secret of Evermore, weil es auch ein bisschen so düster ist. Die Raumstation oder? Ja, ja, am Schluss. Nein, dazu werde ich auf. Also ich glaube, dazu mache ich keinen Let's Play. Ich finde das Spiel zwar gut, aber. Ich könnte eins machen. Viel Spaß. Lass dich nicht aufhalten. Ich habe hier irgendwas aufgehoben und weggeworfen. Das finde ich irgendwie auch doof. Was war das? Ein Klotz oder sowas? Ist das nicht wichtig? Okay. Die wollen mich hier verwirren. Die Details. Kann ich da drauf springen? Nein. Ah, jetzt sind die aber hier am Arbeiten. Haha. Ich will euch stören beim Arbeiten. Vielleicht muss ich. Ah, ich muss bestimmt irgendwas auf die Laufwände drauf werfen, was sie jetzt dann für mich verarbeiten. Hahaha. Bestimmt. Wackel ich mal hier hoch. Was ist das? Nix. Ah, war ich da schon? Ja, das ist der Eingang, ne? Aber vielleicht sehe ich jetzt dadurch, dass ich den Strom angemacht habe, irgendwas. Ich guck einmal. Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Ein Aufzug. Da ist das Terminal. Das sieht stylisch aus, muss ich sagen.
Es müssten hier noch so Gegner spawnen, die man bekämpfen müsste. Das fände ich toll. Was sind das für leuchtende Dinger? Einfach Lichter. Aha. Oh nö. Sag nicht, man kann an den Ketten hochklettern oder so. Ich probiere es einfach mal aus. Nein. Aber ziemlich leer der Dungeon, ne? Also noch geht nicht viel ab. Oh nein. Die Dinger, die sind ja nasty. Kann ich die schieben? Kann ich die ziehen? Kann man nicht, ne? Nein. Aber ich kann diese Gläser hier kaputt machen. Nein. Oh Mann. Was ist hiermit? Jetzt nicht gedacht, ne? Ich kenne das. Also ich bin jetzt so langsam, man gewöhnt sich ein bisschen an das Spiel. Es gibt echt ziemlich viele versteckte Pfade, die man finden muss. Bisschen trickreich gemacht. Oh, ihr seid aber auch fiese Leute hier. Kein Problem für mich. Nein! Ha, und das ist ein Teleporter. Also gleich denken die Leute echt, was ich schon gespielt. Nein, das ist alles nur meine Intuition. Ich glaube, ich... Genauso gestern, wir haben den Film 300 geguckt, ne? Ja. Und dass diese Königin fremd geht, also was heißt fremd geht, aber dass sie gezwungen wird, fremd das zu gehen, zu sehen. Das habe ich direkt durchschaut. Nicht, dass ich jetzt unglaublich toll dadurch bin, aber ich habe es irgendwie schon gedacht. Oh, hier sind aber viele Teleporter. Meine Fresse. Ah! 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Ey, ich kann nichts machen übrigens, ne? Das pisst mich... Schutzschild halten. Das pisst mich gerade an. Die Gegner sind echt Trolle. Ja, meine Lieben, welchen Teleporter ich nehmen werde, wie ich in diesem Dungeon Ach, überleben Quatsch, werde... Weiter. Wir können doch... Mist. Nee, wir schneiden... Wir können eine halbe Stunde machen oder so. Schneiden mag ich... Wir haben gesagt, dass wir unsere Technik ein bisschen verfeinert haben und längere Videos machen. Ja. Trotzdem, wenn das dann irgendwann nicht geht, Nein. dann muss ich schneiden. Und schneiden ist doof. Ah! Ich heile mich gleich mal. Ah, ich bin Level up. 26. Nein, du schießt mich jetzt nicht an. Und du auch nicht. Aber hier war noch was. Ha! Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, diese ganzen Teleporter zu umgehen. Ah, dachtest du wohl, ne? Hast die Rechnung ohne mich gemacht. Hier sieht auch alles gleich aus, irgendwie. Aber die Etagen sehen auch unterschiedlich aus. Ja. Oh, nee, ne? Aber hier war ich noch nicht drin, glaube ich. Doch, hier war ich drin, oder? Ja, hier war ich. Aber du bist halt während Teleporter noch vorbei. Ja, ja, da gehe ich jetzt auch ab. Was haben wir auch für ein Item ausgerüstet? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Ja! Das war so ziemlich falsch. Da komme ich gar nicht rein. Oder kann ich auf diesem Rohr laufen? Nein. Nope! Auch nicht. Aber ich kann hier Krüge tragen. Da muss ich hier rein. Da bist du reingegangen. Nein. Doch. Ah. Bin ich nicht. Okay. Dann sind die Teleporter extrem sinnlos. Außer, haha, ich glaube, das ist mal wieder so ein ganz fieser Trick. Ich glaube nämlich, ich muss hier rein. Dann bin ich da und von da aus muss ich einfach runterspringen oder sowas. Ah, Mann. Mir ist aber auch nichts gegönnt hier. Ja, damit habe ich alle Teleporter-Dinger abgeklappert. Aber du hast noch den Schalter aktiviert, das heißt, du kannst mit dem Aufzug, auch wenn du möchtest, noch eine Etage tiefer fahren. Ach, das geht. Ja, dafür war der Schalter da. Okay. Um dir das mal eben so zu spoilen. Ja, das erspart uns einiges an Rumgerätsel, weil sonst hätte ich hier noch hartnäckigerweise versucht, allen vielleicht noch in irgendwelche Teleporter reinzuhüpfen, die es nicht gibt. Also die ich nicht erreichen kann. Die es nicht gibt, ist ja völliger Quatsch. Ach komm, ich muss mich gleich nochmal heilen. Ich glaube, wenn ich gleich dick einen auf die Fresse kriege, sterbe ich. Oh, fasselig. Ja, sollen wir schon verraten, was wir als nächstes Let's Playen? Also hast du noch mal Lust, eins zu machen? Das ist ja die Frage. Ich möchte ja nicht... Wir haben doch schon entschieden, oder nicht? Ja, wir haben jetzt zwei Sachen. Also wir wollten auf jeden Fall Ocarina of Time machen, ja, weil wir da sehr Lust drauf haben. Und das Spiel kennen wir eigentlich in- und auswendig und das wird auf jeden Fall schnell sein.
Und wir könnten uns auch eigentlich original auf den N64 spielen, oder? Klar, geht. Kann ich capturen. Also N64 haben wir zur Auswahl, GameCube, ja. 3DS... Nein, ich wollte eine Review machen zu Kid Icarus Uprising. Hab's versucht aufzunehmen, es ist ein Graus, also es sieht so schlecht aus. Deshalb, ich kann leider keine Gameplay-Aufnahmen von 3DS-Spielen machen. Also Game Boy Advance würde gehen und DS auch. Ansprechen, ja. Aber 3DS geht leider nicht, also... Wenn man eine hochwertige Kamera hätte, könnte man das vielleicht machen, aber... Ja, man muss auch das Gerät ein bisschen fixieren oder so. Das ist kein Problem, ich habe ja diesen Ständer dabei von Kid Icarus Uprising, das ist praktisch so ein Aufklappdingen. Ich wollte aber noch eine Review machen zum 3DS. Weil das gibt es nicht oft. Wenn man sich ein Handheld kaufen will, so ein bisschen Vergleich ziehen zum DS. Ein bisschen technische Fakten und so. Wow, was geht denn hier ab? Ich heile. Das sind Cubies. Ja, ich heile mich jetzt auch. Was? Ach, ich kann rennen auf X. Ja, wir haben die Turbo-Pushen noch. Ja, ich hab das ja noch. Seitdem habe ich ja gar nicht mehr gespielt. Utensilien. Wie lange machen wir das Video? 20 Minuten? Machen wir 30. 30, echt? Ja, klar. Du bist aber lustig. Ausgerüstet. Klar, das sind doch die Heildinger. Gegengift hast du. Das ist doch kein Gegengift, das ist Götterknolle. Ach nee. Ja, du hast recht. Hör einfach auf mich. Ja, das sollte ich. Zack, gemümmelt. Und jetzt renne ich hier durch den Cube durch. Passt auf. Nein! Ah! Wie renne ich denn? Mit X oder nicht? Nee, mit Y. Nein, Y. Ja, ich meine dieses Dashen. Das mache ich eigentlich auch. Ach, das ist eine Fähigkeit, ne? Ein Item, das Rennen. Ja. Das ist doof. Also bei Link to the... Du kannst sie auch besiegen, ne? Die machen doch keine Gegner. Ja, super Idee. Ach, vielleicht geht... Boah! Big Money. Deswegen lohnt sich diese Gegner. Was ist das denn hier? Ein teleportierender Wicht. Ha. Was machst du jetzt? Explodieren. Und ja, was? Die Dashboots gefunden. Nee, aber du hast recht. Grafisch ist das Level echt schön gemacht. Das hat schon was. Ah, ich kann hier drauf rumhüpfen. Das ist super. Oh, der hat was gedroppt. Ja. Ich glaube, der Teleporter führt so ins weitere Areal. Der natürlich auch. Ich gehe aber erstmal runter. Hier gibt's. Doch, hier gibt's einen runter. Ah, hier ist ein... Das sieht aber... Okay, es ist echt schwierig, da irgendwie ein bisschen die Optik reinzukriegen von 2D auf 3D. Deshalb springe ich jetzt in den ersten rein. Wo komme ich hin? Hier hin. Dieser Effekt, wie diese Blitze hochzucken, ist auch cool gemacht. Von den Gegnern. Die Sterbeanimation sieht auch gut aus. Aber falls ihr noch ein Super Nintendo besitzt und mal auf dem Flohmarkt seid und dieses Spiel vielleicht seht, dann... Läuft es euch. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es empfehlen. Es ist echt ein gutes Spiel. Abwehr, Alex. Das kann ich eigentlich direkt nehmen, weil dann wird unsere Abwehr gestärkt. Stimmt, wir sind ja nicht stark genug. Ja, so extrem. Obwohl, wir sind doch gut gelevelt. Zack. Ha. Ich glaube, ich nehme das mal eben. Ja, Abwehr um 1 erhöht, das ist natürlich feist. So, für umsonst. Da bin ich nicht hergekommen. Ich kann überhaupt nicht da runterspringen, ne? Also muss ich wieder zurückgehen. Oder gibt's hier noch irgendwie eine Secret Passage? Nope. I think not. Ne, dann gehe ich natürlich wieder um. Überleg mal, wir haben jetzt 61 Teile, ne? Also das ist Part 62, den ihr gerade seht. Das Spiel ist echt monströs lang. Wenn du die Städteentwicklung machst und alles, dann ja, ist es noch länger. Nein, also das machen wir auf keinen Fall. Ist zwar eine geile Sache in dem Spiel, aber ich bin froh, wenn ich es durchhabe jetzt letztendlich. Und dass wir auch das Let's Play durchhaben. Weil dann kann man schon mal sagen, wir haben ein extrem langes Spiel mit sehr vielen Videos drin. Ich ziehe ja nichts mehr ab hier. Also wo ich das Spiel auf 100% durchgespielt hatte, da hatte ich 32 Stunden auf dem Timer. Was geht aber? Mit Guide oder... Nee. Stirb doch mal, mein Gott. Der verreckt hier gar nicht. Haben wir auch den besten Speer ausgerüstet? Deine Stärke ist abgenommen. Naja. Ah, hier ist der nächste Teleporter. Hätte ich mir eigentlich sparen können. Jo. Bin mal auf den Endboss gespannt, falls es einen gibt. Aber ich schätze mal schon, das wird ja dieser eingefrorene Typ sein, denke ich mal. Weil das ist wahrscheinlich sein Laboratorium, wo er dunkle Machenschaften und Experimente an wehrlosen
Würmern. Eigentlich brauchst du das Spiel gar nicht spielen. Wenn du sowieso schon alles weißt. Ah, das ist doch ergründlich, oder? Das hättest du doch auch rausgekriegt. Naja, die haben ja auch vorhin gesagt, dass er halt mit DNA da irgendwas gemacht hat. Und ja, es wird, ein mieser Mutant sein. Ja, hier, Dings, ne? Hast du bei Fallout New Vegas den Dr. House mal gesehen? Mr. House. Mr. House, nicht Dr. House, ja. Das ist geil irgendwie. Ich habe ihn noch abgeschaltet. Ich auch. Ah, das fand ich irgendwie extrem geil. Also, das fand ich bei Fallout echt lustig. Ja, Fallout, auch super Titel. Ja. Fallout 3, New Vegas. Ich hab, ich hab die Collector's Edition für die Dings. 360? Ja, die ist umgeschnitten. Und du hast alle Extra-Dress dabei. Ja. Entschuldigung, Extras dabei. Nur gerade habe ich keine Lust auf Fallout, ich weiß nicht warum. Das ist eigentlich ein saugeiles Spiel. Ja, muss man aber Lust drauf haben. Ja, also es war einmal ziemlich gehypt bei mir und ich habe es echt... keine Ahnung. Oh. Das sieht ziemlich bossmäßig aus. 21 Minuten? Ach komm, 9 Minuten schaffe ich. Nein! Ich brauche ein verdammtes Passwort. Komm, Fluffy, hilf mir einmal. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ja, das weiß ich. Das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Oh nein. Bloody Mary. Ja, das geht. Das ist das Passwort. Bloody Mary. Man muss es nicht mal selbst eingeben. Traurig. Nein. Das ist beim ersten Versuch geklappt. Ah, Fluffy ist bestimmt der letzte Endboss hier im Spiel. Der Verräter. Geschichte oder Geschichte? Du kannst es auch skippen, also so ist es nicht, ne? Was ist mit den Leuten, die das vielleicht erfahren möchten? Bitte. Das Datum, an dem Burgas eine neue Biotheorie verkündete, DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Cool. Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamt die Ausbreitung von Krankheiten und rettet Leben. Letzter Erbentag. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Der Beruga impfte einige, doch einen 100%. Okay. Labor. Impfungen. Das Impfungen gegen Corona wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei 80%. Das ist doch über 80%. Doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Das ist natürlich schade. Gerätraum. MEG ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und im U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im Aufbau. In der Aufbau. In der Aufbau. Stand da echt in der Aufbau? Das ist mies übersetzt. Labor befindet sich in der Aufbau. Irgendwie. Haben wir da einen leichten grammatikalischen Fehler entdeckt in diesem Spiel? Naja, egal. Das soll verziehen sein, denn ich verspreche mich auch öfters. Ah! Vom Schreiben mal ganz abgesehen. Irgendwie finde ich das unbefriedigend. Ich bin jetzt diesen ganzen Weg gelaufen, nur um diese Informationen zu bekommen, die mir irgendwie nicht sehr viel bringen bisher. Du hast den Aufzug für die Kälteebene aktiviert. Ja, das stimmt. Dann kann ich nochmal eins runterfahren. Obwohl, das befindet sich... Ich bin jetzt im U3, ne? Warum komme ich hier nicht hin? Ah! Kann man vielleicht hier rüberrennen? Nein. Okay. Ich frag mal, weil... Oh, hast du das gesehen? Das war skillig. Das war richtig skillig. Boah, Geld. Boah, noch mehr Geld. Doch nicht. Was geht denn hier ab? Kann ich noch eins runter? Jawollo! Diesmal Express. Ja, schneller. Oh, na, das war jetzt eine versteckte Ladezeit übrigens. Wow! Snake! Jetzt kommt Fluffy raus und sagt, hey, pass auf, da ist ein leuchtendes Ding. Renn nicht rein. Nein. Doch nicht. Hey, super.
Oh, was zur Hölle? Dein Gegner. Nein, ey, wir haben 25. Jetzt fehlen mir Atomringe. Alter Falter, sieht das geil aus. Wow! Peitschenschlag. Nein, lande nicht auf mir. Was geht denn bei dem ab, ey? Warte mal, ich glaube, wenn ich mich hier unten postiere, hat er eigentlich kaum Chance, mich zu treffen. Ey, dieses Rennen, ne? Das klappt mal gar nicht. Oh, der hat mich auch noch hier schwächer gemacht. Jo. Was stand da? Da stand Stoßdämpfer okay. Das sagt er immer, wenn er liegen landet. Ja, bald sind die Stoßdämpfer nicht mehr okay, weil ich sie kaputt machen werde. Aber, ey. Ey, dieses mit den Schwächen, ne, das ist echt nervig. Weil ich ziehe jetzt echt rotz gar nichts an. Komm, hör auf. Welcher Attack hat es überhaupt gemacht, dass ich schwächer werde? Gott, Gatling Gun. Nein, ich schlag nach oben. Ey. Man muss sich irgendwie echt sehr viel bewegen bei dem, ne? Aber geil, der Auftritt von dem Leger. Komm, wir Alter. Kannst du noch was anderes als diese blöden Homing-Messer jetzt zu schießen? Nein. Ich könnte die vielleicht einfach mal versuchen zu dodgen. Also die Hitbox von dem Ding ist ja echt riesig. Oh, das ist der Weg. Der Weg ist im Weg. Nein! Ich zieh lächerlich nichts ab. Der Funkenflug ist irgendwie auch nicht gut einsetzbar bei dem Ding, weil ich dann immer irgendwie in dem Ding drin lande. Nee. Ich hab dir vorhin gesagt, guck, ob du dabei ist, die vor Flügel schützt. Ja. Ich wollte auch mal sagen, wir machen hier einen ganz kurzen Cut. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und gleich geht's weiter mit dem Bosskampf. Auf Wiedersehen.